Willkommen, willkommen bei TechVideo. Mein Name ist Balázs und ihr seht hier heute ein ganz kurzes Video zum iOS 13.4 Update für das iPad Pro bzw. für das iPad Pro mit Maus. Denn ich zeige euch ganz kurz die neuen Gesten, wie man das benutzen kann mit einer richtigen Maus, mit einer Tastatur, die Bluetooth ist oder wie ihr das als Combo-Lösung auch benutzen könnt hier mit einem iPad Pro der 2018 Generation noch, also dem ersten iPad Pro, und ein separates Video zum neuen iPad Pro wird es natürlich auch geben hier auf TechVideo. Aber jetzt legen wir jetzt erstmal los mit iOS 13.4, mit Stift, mit Maus, mit Tastatur und was ihr alles so machen könnt, hier mit dem neuen Update. Und schon geht's hier weiter mit dem iPad Pro und ich habe absichtlich von einem Kollegen das 2018er Modell genommen, denn hier haben wir noch einen Lightning-Anschluss, heißt, ich kann keine Adapter mit USB-C benutzen, die mit SD-Kartenlesern jetzt mittlerweile auch funktionieren. Man könnte ja noch einen externen Bildschirm anschließen oder per USB auch Mäuse. Das geht natürlich auch. Ich habe hier eine USB-Maus, die kostet ungefähr 5 Euro, ist auch schon 1000 Jahre alt, aber die würde zum Beispiel funktionieren über USB mit einem iPad Pro 2019 oder 2020, natürlich den neuesten. Aber das ist jetzt deswegen wichtig, weil es gibt auch Gaming-Mäuse, die per Kabel gebunden sind, die kennt ihr vielleicht auch, die leuchten dann immer auf allen Seiten wunderschön und weil die etwas mehr Strom verbrauchen, genau weil sie leuchten, funktionieren sie nicht mit den iPad Pros, weil dann kommt eine Fehlermeldung von wegen, dieses Gerät braucht einfach zu viel Strom. Also hier seht ihr schon, hier haben wir das iPad hier rumliegen. Ich kann es natürlich mit dem Finger benutzen. Ich könnte es mit dem Apple Pencil benutzen. Natürlich, weil es das 2018er ist, nur mit der ersten Generation. Es musste noch kurz aufwachen, weil ich habe es gerade neu gestartet. Das musste man ja noch so aufladen, wenn ihr euch noch erinnert. Wenn ihr einen 19 oder 20er kauft, dann ist es ja so, dass ihr die zweite Generation kaufen müsst. Und die erste Generation vom Stift geht auch gar nicht mehr mit den neuen. Aber nicht ganz so wichtig. Ich lasse den Stift jetzt mal auf der Seite liegen und zeige euch, dass, wenn ich die Maus bewege, erscheint ein Punkt. So, jetzt ist das Interessante, ihr könnt natürlich so eine Maus benutzen, eine klassische Maus und eine klassische Tastatur, wo ich, wenn ich in irgendwas reingehe zum Beispiel, und ich wieder auf den Home-Knopf drücke, dann funktioniert das wunderbar, wenn ihr eine Tastatur habt, wie hier zum Beispiel von Logitech, die K780. Wenn ich hier in die Bluetooth-Einstellung reingehe, dann seht ihr das. Hier, das ist so ein Multi-Device-Gerät mit 1, 2, 3 Geräten, die gleichzeitig verbunden sein können und wo wir sowohl Apple wie auch Windows-Knöpfe drauf haben. Aber ihr könnt auch eine Multimedia-Tastatur benutzen, wie diese hier, die ich zum Beispiel für meinen Fernseher habe. Die hat leider ein USB, nicht Bluetooth-Verbindungsmöglichkeit, heißt, ich kann jetzt hier nicht die Multitouch-Gesten benutzen und die Tastatur mit dem Gerät, aber ich habe noch eine Tastatur gefunden in meiner kleinen Box. Die kostet 20 Euro, die kann man so zusammenfalten. Das ist die Jelly Comb. Kennt ihr bestimmt auch schon. Kann man so ganz einfach mitnehmen, super dünn, mit Micro-USB von damals noch an- und ausschaltbar, easy aufklappen und loslegen ist hier die Devise. Und hier, wenn ich die Maus bewege, wie ihr seht, funktioniert das auch wunderbar. Multitouch-Gesten auch, wie ihr seht, ich habe gerade mit drei Fingern den da gemacht. Das heißt, wir können immer die letzte App wieder aufmachen und zumachen. Ich kann mit zwei Fingern hier absolut nichts machen in dem Fall, außer scrollen natürlich. Wir können hier das Scrollen umdrehen, also wenn ich hier nach unten ziehe, dann geht es nach unten, wenn ich nach oben, dann nach oben. Aber das könnten wir jetzt in der Software umdrehen, muss ich euch nicht zeigen, wo. Aber ich lasse jetzt hier mal das beiseite und zeige euch, wie, wenn ihr so eine Maus habt und nicht so eine mit Multitouch-Gesten, wie ihr zum Beispiel Home kommt. Denn wie ihr seht, wir haben jetzt hier zwar das alte iPad mit dem schönen Knopf noch, wo ihr einfach den Knopf drücken könnten, aber bei den neuen iPad Pros, bei dem 19er und bei dem 20er Modell, da habt ihr keinen Knopf, sondern ihr habt immer diese Geste benutzt, wenn ihr wisst, wo ihr so machen müsst. Wenn ihr das nicht machen wollt, weil ihr wollt ja den Bildschirm nicht berühren, deswegen haben wir ja die Maus, dann, wenn ihr in der App drin seid, wenn ihr nach unten geht, dann erscheint hier die App-Leiste. Genauso wie ihr den Finger hochziehen würdet, aber wenn ihr noch weiter runter geht, dann kommt ihr nach Hause. Ihr müsst aber nicht abwarten, dass hier zuerst mal die Leiste kommt und dann ihr Home geht, sondern wenn ihr in der App drin seid, dann könnt ihr einfach weiter ziehen, dann geht das natürlich auch. Ihr müsst dafür aber einen relativ weiten Weg gehen. Ihr seht, ich komme hier fast vom Tisch runter, denn wenn ihr einfach in der App drin seid und nur so weit nach unten zieht und dann noch weiter nach unten ziehen würdet, dann ihr müsst tatsächlich euren ganzen Arm mitbewegen, sonst geht das nicht. Und so kommt ihr auch in die letzten Apps übrigens rein. Wie ihr sehen könnt, das sind in meinem Fall nur zwei. Sehr interessant. So, ich lebe das mal hier kurz auf die Seite, denn es ist nicht mein Gerät und ich wollte den Namen nicht zeigen. Und mache das hier wieder so schön zu einem portablen Gerät. Und dann seht ihr auch ein bisschen besser. So, jetzt gehen wir nämlich hier in die Notizen rein, denn hier könnt ihr ja jetzt schreiben, wenn ich verbunden bin, mit der Nummer 3. Scheinbar geht das nicht immer. Hatte ich vorhin auch schon mal den Fehler.
So, jetzt geht das, wenn ich hier Ctrl A drücke, beziehungsweise Command A ja bei Apple und lösche, dann können wir das auch hier so löschen und ich kann anfangen zu zeichnen. Mit der Maus geht das nicht. Also ich kann hier den Stift bewegen, geht nicht. Ja, ich weiß, man müsste hier drauf gehen und jetzt auswählen, welchen Stift ich benutzen will zum Zeichnen, zum Beispiel den hier. Und mit welcher Größe? Geht nicht. Ich halte gedrückt, geht nicht. So würde das gehen. Man braucht nur kurz warten, bis Apple realisiert, haha, da ist der Stift, das geht. Und wenn ich jetzt hier wieder mit der Maus probiere, geht das nicht. Also ihr könnt nicht zeichnen mit der Maus, finde ich sehr schade. Was aber die neue Funktion ist, die ihr natürlich kennt, dass wir jetzt hier, wenn wir auf egal welche Leiste drauf gehen, das Ganze hier entsprechend schön, wie ihr sehen könnt, sich ändert. Ich bewege meine Maus ein bisschen und auch wenn ich ein bisschen die Maus nur drumherum bewege, es bleibt auch noch ein bisschen wiggly wiggly da. Also es ist relativ genau, man muss nicht genau treffen, sondern man kann auch dann hier auf die Menüleiste oben drauf gehen, dann kommt das hier runter und egal auf was ich hier drauf gehe, dann fängt sich das an so ein bisschen zu bewegen. Ist ziemlich cool und wenn ich dann hier wieder zurückklicke, dann kommen wir auch wieder zurück. Scrollen geht natürlich auch, wie ihr sehen könnt, gerade sogar in die richtige Richtung. Wenn ich die mittlere Maustaste drücke, dann passiert hier absolut gar nichts. So viel dazu und wie gesagt nochmal mit der Geste hier würde ich dann auch sofort das Ganze auch wieder so benutzen können. Mit zwei Fingern scrollen, links und rechts in dem Fall natürlich nicht und mit drei Fingern kommt man dann auch wieder nach Hause. So, Text auswählen geht natürlich auch. Frage ist, wie komme ich wieder in den Textmodus? So, Text, da. Hallo bei Tech Video. So. Und jetzt, wenn ich mit der Maus über den Text übergehe, dann wird es natürlich zu einem Strich. Wenn ich einmal ein Wort auswähle, dann seht ihr, kann ich genau zielen, wo ich was verbessern will, wo ich was reinschreiben will. Oder ich kann den Text natürlich auswählen oder ich kann mehrere Zeilen auch auswählen. Also genauso wie wir das bisher von PCs auch kennen. Gut, was ist, wenn ich was anderes machen will, zum Beispiel spielen mit der Maus? Das geht tatsächlich, aber zum Beispiel, ich kann auf dem Homescreen nicht nach links und rechts das Ganze ziehen. Ich muss hier unten tatsächlich hier drauf gehen oder mit Multitouch kann man dann hier mit zwei Fingern nach links oder rechts, ne? Ging doch gerade. Gerade ging es noch. Naja, auf jeden Fall auf verschiedene Seiten rübergehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Applikation starte, wie ein Spiel, dann wird es jetzt interessant, weil dieses Spiel, wie ihr sehen könnt, ist nicht Landscape, also nicht liegend, sondern stehend. Ich akzeptiere jetzt mal, sage Free Trial. Mach das hier mal weg. Drücke X. Spielen. Ich will nicht in den App Store reingehen. Und auf jeden Fall, jetzt wird es deswegen spannend, weil in dem Spiel kann ich die App auch, die Maus auch benutzen. Wie ihr sehen könnt, sie bewegt sich aber gerade in die falsche Richtung. Ich bewege nach links und sie geht nach unten. Ich bewege nach rechts, sie geht so. Denn das Spiel denkt noch, wir sind in diesem Modus. Aber sobald ich das Gerät ein bisschen so wirklich halte, wie es sein muss, wechselt die Maus sofort, wie es richtig sein soll. Also jetzt nach oben und unten geht wunderbar. Also ich kann hier wunderbar drauf gehen auf ein Level, sagen, hey, ich will spielen. Und wie ihr sehen könnt, ich kann jetzt tatsächlich, genauso wie wenn ich den Stift benutzen würde, mit der Maus auch schneiden. Also ich kann jetzt hier oben einfach den Strich schneiden, aber wie gesagt, man muss immer darauf achten, dass die Maus ein bisschen dann erkennt. Sie braucht immer ein bisschen Zeit, bis die richtige Richtung dann bei der Orientierung dann stimmt. Das war noch mein kleines, nicht Manko, sondern positives an Apple, dass sie tatsächlich an alles gedacht haben. Ja, und das war es jetzt auch schon so ziemlich von dem ersten Eindruck von der Maus. Ich finde es ziemlich cool. Ich finde es vor allem praktisch, dass man tatsächlich mit so Mauspads arbeiten kann, die auch nicht unbedingt von Apple sind, mit verschiedenen Gesten. Und es ist echt schön gelöst, wie die das mit der Maus gemacht haben. Und ich freue mich schon tatsächlich, Videobearbeitungsprogramme und andere Programme auszuprobieren, hier mit dem Apple iPad Pro, was ich mir dann eventuell als 2020er Modell auch hole, damit ich wirklich mit Adaptern, SD-Karten und anderen arbeiten kann. Denn aktuell habe ich noch als einziges iPad mein iPad Mini. Zweite Generation, ist custom made. Ich will es einfach nicht loswerden. Es sieht einfach so schön aus. Und ja, das war es jetzt hier mit den neuen iOS 13.4 Mausfunktionen.
So, und das war es jetzt hier auch schon mit dem iOS 13.4 Update auf einem iPad Pro 2018. Wie ihr sehen könnt, es läuft flüssig, es macht super viel Spaß. Manchmal verschwindet ein Menü mal hier oder da, aber es macht mir wirklich Spaß mit der Maus. Es ist jetzt eine richtige Workstation geworden und bald, wenn ich das neue Pro habe, werde ich auch Videoschnittprogramme und anderes ausprobieren, wenn man tatsächlich noch mehrere Produkte anschließen kann mit USB-Festplatten, USB-Sticks und ähnlichem, und an Maustastatur wird es richtig zu einem gescheiten Desktop. Mein Name ist Balasch, schön, dass du zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht zu abonnieren, die Klingel anzumachen und natürlich auf Instagram und anderen Kanälen unten in der Beschreibung mir auch zu folgen, denn dort gibt es tagtäglich neue Tech-Updates aus der ganzen Welt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.